Heute möchte ich dir einen kleinen Schreibratgeber präsentieren, bei dem ich mich frage, wieso ist der mir eigentlich immer noch im Kopf geblieben? Es gibt Schreibratgeber, die sind tiefsinniger. Es gibt welche, die sind mit mehr Beispielen gespickt. Es gibt welche, die kommen gebildeter einher. Die sind umfassender, sind einfach dicker und gehen auf viel, viel mehr Aspekte des kreativen Schreibens ein. Weshalb dann der Schreibratgeber, den ich dir heute vorstellen möchte, was macht ihn besonders? Der hat mit Spaß zu tun. Er hat mit der Freude zu tun. Er zeigt dir, wie toll es einfach sein kann, wie viel Vergnügen es bereiten kann, sich mit kreativem Schreiben zu beschäftigen, um welchen Schreibratgeber es sich handelt und was genau es mit der Freude und dem Spaß auf sich hat, das erfährst du hier. Ich spreche heute von Karen Christine Angermeyers Verführung mit Worten. 33 Quickies für erfolgreiche Texte. So sieht er aus. Ein relativ schmaler Band, ein kleiner Schreibratgeber, den ich vor einigen Jahren gelesen habe und doch immer wieder gerne reingucke und ein paar Methoden nutze. Warum? Was macht das Besondere aus? Er ist flott geschrieben. Es macht großes Vergnügen, ihn zu lesen. Verführung mit Worten. Der Titel ist Programm. Diese Metapher Verführung mit Worten wird immer wieder genutzt und diese ganze Allegorie, also dieses Wortfeld, wird aufgegriffen, zum Beispiel in den Kapitelüberschriften, wenn es heißt Vorspiel zur Sache kommen oder die Zigarette danach. So merkt man, dass die Autorin es ernst meint mit Freude und Spaß am kreativen Schreiben, denn sie hatte wohl selbst Spaß und Freude beim Schreiben. Genau das merkt man auch beim Lesen. Ich möchte dir drei Methoden vorstellen, die mich begleiten, die ich damit rausgenommen habe, die ich in abgewandelter Form immer mal wieder verwende und die wunderbar demonstrieren, welche Freude und welcher Spaß im kreativen Schreiben stecken kann, und zwar auf ganz einfache Art und Weise. Die ersten beiden Methoden haben mit dem Aspekt der Zeit zu tun. Erschaff dir künstlich ein wenig Knappheit, ein wenig Zeitknappheit, versetz dich ein wenig unter Druck, nicht zu viel, aber so ein bisschen spielerisch, und du kannst deinen kreativen Output massiv erhöhen. Das eine Beispiel sind die sogenannten 5-Minuten-Geschichten. Nimm dir irgendeinen Begriff, du kannst dir zum Beispiel eine Liste aus Begriffen machen und dann einen wählen, und nimm dir 5 Minuten, eine Geschichte zu schreiben. Es geht nicht darum, gut zu schreiben, es geht nicht darum, wirklich fertig zu werden, das heißt, wirklich eine runde Geschichte hinzubekommen. Es geht um gar nichts. Es geht nur darum, den einen Begriff zu nehmen und 5 Minuten zu haben, um die Geschichte zu schreiben. Was bringt das? Es macht Spaß, es befreit dich vom Druck und es bringt dich vor allem ins Machen. Zweite Methode, die auch mit der Zeit zu tun hat, eine meiner Lieblingsmethoden: 20 Ways to Catch an Elephant, also 20 Wege, einen Elefanten zu fangen. Schreib die Zahlen 1 bis 20 untereinander, nimm dir 3 Minuten, drück auf die Uhr, stopp die Zeit und zack, los geht's. Sammel alles, was dir einfällt. Das kannst du natürlich abwandeln. Es muss nicht ums Elefantenfangen gehen. Es geht um alle möglichen Sammlungen und Listen, die du erstellen kannst. Ich nutze diese Methode in abgewandelter Form immer wieder in Schreibseminaren und es macht immer wieder große Freude zu sehen, dass doch bei jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer am Ende irgendwas auf dem Papier steht, wenn es vielleicht auch nicht gerade 20 Punkte sind. Dritte Methode, dritter Bereich, kann man vielleicht eher sagen, der mir wichtig ist, den ich erwähnen möchte, den ich mitgenommen habe aus diesem kleinen Schreibratgeber und den ich dir ans Herz legen kann, ist der große Bereich des Lachens. Nach Aristoteles wohl als Geschenk der Götter aufzufassen. Humor, Komik sollte in deinem Schreiben eine große Rolle spielen, denn sie ermöglicht eine Verbindung mit der Leserin und dem Leser. Sie ermöglicht eine verblüffende Blickweise, einen neuen Blickwinkel auf eine Sachlage, und die Verblüffung ist ein zentraler Aspekt der Komik. Das kannst du in Witzen beobachten. Das kannst du zum Beispiel im Humor von kleinen Kindern beobachten. Ja, wenn etwas anders ist
als erwartet, wenn etwas irgendwie andersrum ist. Und bis zum elaboriertesten Humor, in dem auch da mit Erwartungen gebrochen wird. Wie nutzt du das? Wie bringst du Humor in deine Texte? Karin Christine Angermeier schlägt vor, Witze zu lesen. Und zwar ganz viele. Und die Witze rauszugreifen, die für dich am besten funktionieren, die du wirklich witzig findest. Dir eine kleine persönliche Witze-Sammlung zu erstellen. Und dann im nächsten Schritt analysieren, wie die funktionieren, was daran witzig sein soll und dich dann darin zu üben, eigene Witze zu formulieren. Und so den Humor durch Übung, ganz viel Übung, in dein eigenes Schreiben zu bringen. Ich hoffe, der Spaß und die Freude am kreativen Schreiben ist auch in diesem Video ein wenig rübergekommen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, zuzuschauen, abonniere den Kanal, verpasst keins der weiteren Videos. Wir sehen uns gerne dort. Bis dahin.